Guten Abend. Willkommen im Hawthorne. Es wird uns ein Vergnügen sein, Sie zu verköstigen. Dieser Abend wird magisch. In den nächsten Stunden werden Sie Fett, Salz, Eiweiß und manchmal auch ganze Ökosysteme zu sich nehmen. Wir essen den Ozean. Wir essen den Ozean. Weinst du? Das ist alles nur sehr bewegend. Also ist es okay, wenn ich nicht so drauf stehe wie du? Oh mein Gott! Sie sollten heute Abend nicht hier sein. Sie, meine lieben Gäste, sind außergewöhnlich. Ist es nicht so? Ja, Chef! Geht das nun die ganze Zeit so? Was in diesem Raum geschieht, ist bedeutungslos im Vergleich dazu, was draußen passiert. Ja, Chef! Wir sind lediglich eine Schrecksekunde. Ja, Chef! Die Natur ist zeitlos. Ja, Chef! Was zur Hölle ist hier los? Ja, Chef! Ich liebe euch alle. Ja, Chef! Wir lieben Sie auch, Chef! Noch Fragen? Schmecke ich der Bergamott, Chef? Ja, tun Sie. Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, dazu die Stimmung, die sich aufbaut, die Musik und die wirklich schöne Farbpalette und das Thema Restaurant, Gourmet, Essen und dann irgendetwas Höheres, was dahinter mitschwingt, will ich sehen. Damit war es der Trailer zu The Menu, den uns Disney voraussichtlich ab dem 17. November 2022 in die deutschen Kinos bringt. Ein Mix aus Komödie und Horror soll uns da erwarten. Erzählt die Geschichte eines Paares, die auf einer abgelegenen Insel ein Gourmet-Restaurant besuchen. Aber das nicht alleine, zusammen mit einer größeren Gesellschaft. Und wie eben dort zelebriert wird das Essen und vor allem, wie sich dieser Rhythmus aufbaut mit diesem gedrillten militärischen Ja-Chef in der Küche, finde ich ehrlich gesagt musikalisch clever gewählt bei diesem Trailer und vor allem die Schnitte so, dass ich weiß, dass bei mir das Interesse geweckt wird. Was verbirgt sich dahinter? Was will man dort genau und warum soll sie von diesem Paar am besten gar nicht an diesem Ort sein? Ralph Fiennes strahlt dabei so eine ganz besondere Stimmung aus, wo ich mir denke, okay, wenn diese atmosphärische Dichte aus dem Trailer sich ansatzweise auf den Film überträgt, dann kann das eine richtig spannende Nummer werden. Bis zum November ist noch eine Weile warten angesagt, aber dieser Trailer weckt Interesse. Geht's euch auch so oder sagt ihr so gar nicht euer Ding? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.